und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer brandneuen Ausgabe von Tag auch. Ich bin für Sie vor Ort immer unterwegs in Niedersachsen und Bremen. Und das brandneu, das können Sie heute durchaus ernst nehmen. Ich befinde mich hier heute im Alten Land, genauer im Gudehandviertel. Und das Gudehandviertel ist eine Gemeinde westlich von Hamburg im Landkreis Stade und zählt darüber hinaus zu den größten Obstanbaugebieten in Europa. Dass Obst gesund ist, wissen wir. Man kann es allerdings nicht nur essen, sondern neben Saft auch in anderer Form trinken. Etwas gehaltvoller dann als Obstbrand oder Likör. Etwa 8.000 bis 10.000 Tonnen Obst werden hier im Jahr zu hochprozentigem gebrannt, nämlich von der Obstgemeinschaftsbrennerei Altländer. Und wie das genau funktioniert, das schaue ich mir heute an. Erstmals 1972 wurde hier Obst gepresst und verarbeitet und mittlerweile sind es gut 20 Sorten an hochprozentigem, die hier produziert werden. Und bei mir habe ich dazu jetzt Brennmeister Roland Müller. Hallo. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Eine Obstbrennerei im Alten Land liegt ja eigentlich quasi auf der Hand, ne? Wenn man sich mal den Obstanbau anschaut, da fällt ja genügend Obst ab, um eben so Liköre und Brände zu brennen. War das damals auch ein Grund für die Gründung? Ein Grund für die Gründung war, dass es in Norddeutschland oder überhaupt im norddeutschen Rahmen keine Brennereien gegeben hat. Jedenfalls keine Obstbrennereien. Und da wir natürlich das Obst vor der Haustür liegen haben, war der Gedanke, eine große Gemeinschaftsbrennerei zu errichten, die erstmal am Anfang Rohalkohol hergestellt hat. Aber nachdem die Qualität der Destillate immer mehr dazugenommen hat, ging man natürlich auch immer mehr darüber, Feinbrände herzustellen. Okay. Du sagtest Gemeinschaftsbrennerei, es handelt sich um eine Genossenschaft, wo glaube ich gut 1200 Landwirte beigetreten sind bisher und die liefern dann auch das Obst. Genauso ist das. Also bei uns kann nur Mitglied werden, wer aber mindestens 1 Hektar eigene Anbaufläche verfügt, der uns letztendlich sein eigenes Obst nur liefern kann. Und er hat das Recht, pro Jahr ungefähr 300 Liter rein Alkohol zu erzeugen. Also da gibt es eine Grenze. Der Bauer, der kann nicht kommen und so viel Obst bringen, wie er möchte. Nein, das kann er nicht. Er kann, wie gesagt, maximal pro Jahr 300 Liter Alkohol erzeugen. Okay. Und ich hatte es schon angesprochen, an die 20 Sorten. Hier haben wir so eine kleine Auswahl. Man sieht auch farblich, dass sich das so ein bisschen unterscheidet. Was wird hier für Obst verarbeitet? Also wir verarbeiten hauptsächlich Äpfel und Birnen. Wir stellen allerdings auch Liköre her. Die Bandbreite ist vom... Hier sehen Sie zum Beispiel Sanddorn. Das ist ja auch wieder so ein Produkt, was einfach von der Saison abhängt. Ne? Sanddorn ist ja auch relativ modern jetzt in letzter Zeit gewesen. Ja, also das haben wir auch erst relativ spät ins Programm aufgenommen, aber wo der Trend nach Sanddorn hinging und wir gedacht haben, dass das bei den Touristen gut ankommen, so haben wir das mit aufs Programm aufgenommen. Und das Obst kommt tatsächlich nur hier aus dem Alten Land? Das Obst kommt nur aus dem Alten Land. Wie gesagt, unsere Mitglieder haben ja selbst Höfe und müssen letztendlich vor Ort liefern. Okay, und ihr entscheidet dann je nach Saison, je nach Ernteertrag, an welches Obst ihr euch schmeißt dann? Oder wird es manchmal ist auch so Eigengeschmack? Kreiert ihr manchmal selbst so Liköre, einfach um was zu probieren? Oder geht ihr da schon nach dem Markt, nach dem, was so die Verbraucher gerne trinken und was sie wünschen? Ja, im Laufe der Zeit entwickelt man schon ein Gespür, was ankommt, was gut läuft und was weniger gut läuft. Was weniger gut läuft, nimmt man die Produktion zurück oder lässt sie ganz auslaufen. Aber man muss natürlich auch nach den Trends gehen und natürlich auch neue Produkte entwickeln. Und du, nehme ich an, trinkst sehr gerne und probierst somit und gibst einen entscheidenden Schwenk, wo es hingeht, in welche Richtung? Ja, das entscheiden wir im Team. Ich meine, letztendlich ist es meine Aufgabe, die zu entwickeln und sie herzustellen. Aber wir entscheiden das schon im Team, welche Richtung wir gehen wollen. Ich möchte mir heute mal anschauen, wie dieser Prozess abläuft. Was können wir heute so ein bisschen verfolgen? Welches Produkt? Ja, wir können uns den Werdegang anschauen. Zum Beispiel, wie wir den Finkenwerder Herbstprinz herstellen. Von der Anlieferung übers Vermahlen, Vergären, Abfüllen im Eichenfass oder Lagern im Eichenfass bis zur Abfüllung. Herbstprinz, das ist ja nett. Also ein Apfelbrand aus Äpfeln, nehme ich an. Ja, der Finkenwerder Herbstprinz ist der Apfel, der dem Produkt den Namen gegeben hat. Und das ist auch ein unserer Spitzenprodukte. Okay. Gut, also der Klassiker, dann bin ich gespannt. Beginnen tut natürlich alles mit dem Obstbauern, der seine Ware liefert. Kurz noch auf die Lkw-Waage und dann darf entladen werden.
Wir stehen jetzt hier auf dieser Trichteranlage und haben jetzt gerade schön gesehen, dass die Äpfel geliefert werden. Ich sehe zu meiner einen Seite Äpfel, zu meiner anderen Seite sehe ich Birnen. Wie ist das hier vom Sortenmix? Der Sortenmix ist wie anfällt. Also wir nehmen Äpfel an, wir nehmen Birnen an, wir haben verschiedene Auszahlungspreise, weil die Zuckergehalte natürlich auch variieren zwischen Birnen und Äpfeln. Äpfel haben einen höheren Zuckergehalt, bekommen sie dadurch natürlich auch mehr Auszahlungspreise als wie Birnen, aber sonst ist ihnen das egal. Also vom Sortenmix her, auch vom Geschmack her, das macht nachher dann keinen wirklichen Unterschied. Nur die Reife muss stimmen? Ja, für diese Sache, das ist ja Industriealkohol. Und da spielt der Geschmack keine Rolle. Da interessiert uns nur, dass wir so viel Alkohol wie möglich aus unseren Äpfeln rausbekommen. Wie viel passt denn hier eigentlich rein? Es sieht wahnsinnig viel aus. Ja, also für beide Trichter ungefähr passen nur so 120 Tonnen rein. Okay, und die werden dann aber auch relativ bald verarbeitet, ja? Oder lagern die hier noch eine Weile? Also wir schaffen am Tag ungefähr 60 Tonnen, können wir gut einschlagen. Ah, okay. Und von hier geht es jetzt dann weiter wohin? Von hier wird es über die Hammermühle vermahlen. Also Hammermühle ist jetzt erstmal das Erste, also die Äpfel und müssen genau. Jetzt zerkleinert werden? Genau, werden sie erstmal zerkleinert und das macht die Hammermühle für uns. Okay, gut, dann gehen wir da mal hin. Die Hammermühle heißt Hammermühle, weil da jetzt auch Hammer zum Einsatz kommen? Oder wie sieht das aus? Ja, so ähnlich. Die Hammermühle besteht aus einem Schläger. Der hat 6 Arme. An dem Schläger sind Flacheisen befestigt. Der dreht sich mit 2.500 Umdrehungen, zerschlägt die Äpfel. Und rings um den Hammerkopf ist ein Sieb. Und da wird die Maische durchgedrückt. Und dementsprechend auch, ich hätte nämlich jetzt gleich gefragt, was ist so mit Stielen und Kernen, die an Äpfeln noch drin sind? Die kommen alle mit durch. Also Stiele, Kerne, alles kommt da mit durch. Okay, gibt das manchmal auch noch ein bisschen Geschmack, wie man ja auch von der Kirsche immer sagt, dass ja der Kirschkern eigentlich den Geschmack gibt von so einem Kirschlikör? Ist das ähnlich bei Äpfeln? Ja, also erst einmal beim Kirschkern nimmt man eigentlich raus, um das Ethylcarbamat zu minimieren. Weil das giftig ist, sich zur Blausäure zersetzen kann. Man möchte natürlich auch einen gewissen Steinton in den Bränden drin haben. Darum lässt man ein paar Steine drin, aber die dürfen nicht zerschlagen werden. Also die gehen nicht durch eine Hammermühle. Das muss vorher passiert werden. Aber bei den Äpfeln wird, wie gesagt, Kerngehäuse, alles mit vermahlen. Ich verstehe. Und wie ist das eigentlich? Ihr kennt jetzt zwar die Sorten, aber probiert ihr ab und zu auch mal einen Apfel, dass ihr sagt, Mensch, die Süße, die ist gut, das ist reif genug, so schmeckt der Apfel, so kann dann eben auch der Brand schmecken? Äpfel probieren macht nicht viel Sinn. Also man nimmt die Äpfel und macht den Extraktgehalt, bestimmt man. Mhm. Dass man anhand des Extraktgehaltes kann man natürlich auch feststellen, wie hoch die Ausbeute ist, wie hoch der Zuckergehalt ist. Mhm. Und ja, probieren Äpfel, wir wissen, wie sie schmecken. Ich verstehe. Man kann es machen, aber es muss nicht unbedingt sein. Okay, und generell, was macht so ein Brand dann vollmundig? Was gehört jetzt außer den Äpfeln noch dazu? Also in so einem Brand darf gar nichts dazu. Es darf kein Aroma zugesetzt werden, es darf kein Zucker zugesetzt werden. Es ist wirklich nur die reine Frucht, vermahlen, vergoren und destilliert. Und die Kunst besteht darin, so viel Geschmack, so viel Aroma wie möglich im Brand zu behalten und nicht, dass er über die Vergasung mit nach außen tritt. Ich verstehe. Und die Enzyme, da hatten wir das schon mal angesprochen, was bewirken die, wenn man die zusetzt? Ja, die Enzyme sind eigentlich dafür da, um die Pektine aufzuspalten. Pektine, das sind die Zellwände, die letztendlich den Zucker umschließen. Den wollen wir aufgespalten haben, dass wir besser an unseren Zucker rankommen, der letztendlich auch vergoren werden muss, damit daraus der Alkohol entsteht. Ich verstehe. Also haben wir quasi jetzt die Apfelmasse plus die Enzyme und die gelangen jetzt wohin? Die gelangen jetzt hinten in unsere Gärbehälter. Das sind jetzt hier also die besagten Gärbehälter. Die sind ja riesig groß. Was passt da so rein? Ja, an pro Gärbehälter passen 42.000 Kubikmeter rein. Okay, und jetzt sehen wir hier, die Hefe wird noch zugefügt. Mhm. Was besagt das? Warum kommt jetzt die Hefe dazu? Ja, die Hefe, die hat die Hauptarbeit zu erledigen und die soll die Umwandlung vom Zucker in Alkohol bewirken. Mhm. Hefe wird einmal zugesetzt. Und wird im Laufe der Gärung auch immer wieder erneuert. Die Hefe ernährt sich, um sich zu vermehren, auch wieder vom Zucker. Aha. Und ein so ein kleiner Beutel hat ausgereicht jetzt für diese ganze Menge? Der reicht nicht nur für die ganze Menge aus, sondern der reicht für die ganze Woche aus. Wow, das ist wirklich interessant. Vom Verhältnis her, was muss man sich vorstellen? Wir haben jetzt ja viel Obst gesehen. Wie viel Obst braucht man, um einen Liter Brand herzustellen? Also man sagt ungefähr bei einer Ausbeute von 5%. Würde ich mal so sagen, ungefähr 10 Kilo Äpfel braucht man für einen Liter
Alkohol mit 40 Volumenprozent. Und wie viele Flaschen verlassen hier so den Betrieb? Ja, wir haben eine Jahresproduktion von ungefähr 150.000 Flaschen. Je nachdem von 0,7, das ist unsere größte Füllgröße, bis 0,04. Dann kann man sich mal vorstellen, wie viele rauen Mengen an Obst da doch verarbeitet werden. Das ist erstaunlich. Zum Glück. Und jetzt die quasi apfelmusformige Masse kommt jetzt da hinzu, ja? Ja, die Maische kommt zu, die Hefe kommt zu und dann beginnt die Gärung. In unserem Fall ungefähr 3 Tage, dann ist die Maische so weit vergoren, dass nur noch geringe Restzuckergehalte vorhanden sind und dass wir sie abbrennen können. Und dann riecht man das bestimmt auch, oder, wenn es gärt? Ja, sehr, extrem. Also das hält man nicht aus, da seine Nase reinzuhalten, weil auch ein sehr großer Ausstoß von Kohlendioxid ist und natürlich auch mit Aromakomponenten. Okay, also 3 Tage lagert das dann hier in dem... Für diesen Rohalkohol, ja. Wenn wir Feinbrände machen, natürlich dementsprechend, dann sind das 14 Tage bis 2,5 Wochen. Liebe Zuschauer, in unserer Mischung kann nun der Gärprozess einsetzen. Wir machen derweil eine kurze Pause und dann widmen wir uns dem eigentlichen Brennvorgang. Und außerdem können Sie auch wieder etwas gewinnen. Also bleiben Sie dran. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, Cityschuhe, Clogs, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Tag auch. Ich bin heute hier in der Altländer Obstgemeinschaftsbrennerei in Guderhandviertel. Und hier dreht sich alles ums Hochprozentige. Und Brennmeister Roland Müller ist der Experte an meiner Seite. Und wir haben jetzt ja schon unseren Apfelbrand angesetzt. Jetzt kommen wir zum Brennvorgang. Was genau passiert jetzt dabei? Die Hauptaufgabe beim Brennen ist ja letztendlich, dass wir die Feststoffe von dem Alkohol-Wasser-Gemisch trennen wollen. Das machen wir hier in dieser Maischekolonne. Da wird letztendlich erst einmal die Feststoffe von den Alkohol-Wasserdämpfen getrennt und kommt dann auf die rechte Seite in die Verstärkungskolonne, wo wir letztendlich den Alkoholgehalt aufstärken, bis er dann ungefähr mit 85 Volumenprozent aus unserer Vorlage läuft. Brennen, wir sprechen von dem Brennvorgang. Kommt da auch irgendwo Feuer zum Tragen? Ja, früher wurde es mit Feuer gemacht. Heute ist man natürlich eher zu Dampf übergegangen. Zumal wir eine Anlage haben, wo wir ständig Maische einführen und ständig Alkohol abtreiben. Also es ist eine kontinuierliche Destillation. Wir haben einen 3-Tonner Dampfkessel. Das heißt, er liefert 3 Tonnen Dampf die Stunde. Und damit beheizen wir unsere Kolonne. Bei wie viel Grad findet das statt? Also die Grundtemperatur ist ungefähr 110 Grad. Okay, man sieht die Kolonne jetzt hier schön bis unter die Decke quasi. Warum sind denn so viele kleine Bulgaugen da drin? Was haben die verschiedenen Behälter auf sich? In jedem Schauglas ist ein Verstärkungsboden. Mhm. Das macht man, um den Alkoholgehalt aufzustärken. Mhm. Die Maische kommt von oben rein, läuft durch die Verstärkungsboden nach unten, die Alkoholwasserdämpfe. Leichtflüchtigen Dämpfe steigen nach oben auf und gehen über dieses Geistrohr, über dieses Kupferrohr in die rechte Seite, in die Verstärkungskolonne. Und wie lange blubbert denn jetzt quasi diese Alkoholmischung da drin? Ja, wir können ungefähr 7,5 Kubikmeter schaffen wir die Stunde. Kannst du vielleicht noch mal rausstellen, jetzt haben wir unseren Apfelbrand. Was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied zum Likör? Ist das ein anderes Verfahren oder wie sieht das aus? Also im Brand wird beschrieben, er muss mindestens einen Alkoholgehalt haben von 38 Volumenprozent. Meistens in dem Bereich 38 bis 42, 45 Volumenprozent. Es darf kein Aroma zugesetzt werden, es darf auch kein Zucker zugesetzt werden. Unterschied zum Likör ist, Likör hat meistens einen Bereich so eher so um die 20 Volumenprozent. 20, 25, 30 kann auch noch etwas höher sein. Aber da ist auf jeden Fall die Zugabe von Aromen erlaubt. Und natürlich von Zucker. Ein Likör muss ein Mindestzuckergehalt von 15% haben.
Deswegen schmeckt der Likör auch meistens deutlich süßer. Genau, ist auch eher was für die Frauen. Das stimmt. Nochmal als Brennmeister, wie bist du dazu gekommen? Also das ist natürlich auch eine Materie, mit der muss man sich beschäftigen und es muss einen sicherlich auch interessieren. Ne? Das sind ja doch viele Prozente und viele Mengenangaben. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin eigentlich ein Quereinsteiger. Also ich habe eigentlich Heizungsbauer gelernt. Okay. Hat ja auch was mit Brennen zu tun. Da das hier angestanden hat, vor 8 Jahren habe ich das mit dem alten Brennmeister, noch haben wir beide die Sache zusammen gemacht. Dann ist er in Rente gegangen und seitdem läuft das unter meiner Regie. Okay, also ich höre aber vom Dialekt, dass du nicht von hier bist. Wie hat es dich hierher verschlagen ins alte Land? Wie hat es verschlagen? Das war ja 1990 war das, ein großer Umbruch. Hat es mich dann auch in die Ferne gezogen und so hat es mich dann hier nach Niedersachsen verschlagen. Okay, also ich merke, der Brennvorgang, der läuft, weil hier ist es deutlich wärmer. Ja. Und wir schauen jetzt noch mal an, weil da hinten, da kommt Flüssigkeit raus. Da sehen wir also noch den Alkohol. Ja genau. Man verdampft ja letztendlich die Alkoholwassermischung. Der Alkoholgehalt wird aufgestärkt und geht dann natürlich, weil wir ihn flüssiger haben wollen, durch den Kühler und kommt dann aus unserer Vorlage ungefähr mit 85 Volumenprozent. Und das kann man ablesen, habe ich gesehen. Das kann man ablesen. Dass man den Alkohol jetzt hier so frei plätschern sieht, ist das wirklich nur zu Kontrollzwecken, dass man sehen kann, wie ist der Alkoholgehalt und wie ist die Temperatur? Selbstverständlich. Ich muss hier ranschauen, wie hoch der Alkoholgehalt ist. Dafür brauche ich einmal auf der linken Seite das Alkoholometer und auf der rechten Seite die Temperatur, weil sich die Volumenkonzentration von der Temperatur abhängig ist. Ich verstehe, also es muss aber auch stetig kontrolliert werden, dass das da gleichbleibende Qualität und gleichbleibende Inhaltsstoffe sind. Ja, wir haben eine Mindestkredigkeit von 83 Volumenprozent, wenn ich meinen Rohalkohol abliefere. Sonst kriege ich Abzüge und deshalb bin ich natürlich bestrebt, auch meine 83 Volumenprozent einzuhalten. Und wenn das mal nicht so ist, wie hilft man dann nach? Wie kann man das wieder abändern? Liegt das dann an der Sorte oder liegt das an irgendeinem anderen Schritt im Prozess? Man kann die Kredigkeit damit beeinflussen, indem wir Dampf zugeben oder wegnehmen oder die Kühlwassertemperatur erhöhen oder verringern in dem Fall. Also aber optimal ist es so, wie es jetzt ist, so um die 80? Optimal, genau. So läuft das optimal. Also da läuft jetzt ungefähr 85 Volumenprozent. Das ist für unsere Zwecke optimal. Also es klingt nach einem sehr komplexen Vorgang für einen doch so sehr leckeren Schluck eigentlich hinterher, oder? Ja, das kann man so sagen. Es ist nicht damit getan, einfach Heizung drunter zu machen und laufen lassen und gut ist. Und dann, wie sieht das aus zwischendrin, so das Endprodukt, bevor es jetzt lange lagert, probiert man irgendwann mal auch und sagt irgendwie, ja, das ist gut, das wird ein guter Schluck oder wird das wirklich erst am Ende getestet und dann für gut befunden oder auch nicht? Es gibt Anhaltswerte, volumenmäßig, temperaturmäßig, aber das Ausschlaggebende ist schon die sensorische Prüfung. Also es muss wirklich in Proben genommen werden, weil diese Übergänge, wann der Umschaltpunkt vom Vorlauf zum Nachlauf, vom Vorlauf zum Mittellauf oder vom Mittellauf zum Nachlauf, einem kein fester Punkt ist. Da muss wirklich sensorisch rausgefunden werden. Und das liegt nur an der Nase und an der Zunge eines jeden Einzelnen. Und da hast du ja die richtige, glaube ich, ne? Ich hoffe. Man merkt, hier ist es jetzt deutlich kühler in dem Raum schon. Und hier sind viele Fässer. Das ist jetzt so die besagte Lagerweise. Ja? So soll man das machen? Ja, das sind unser Limousin-Eichenfasslager. Da werden die Brände ungefähr zwischen 6 und 8 Jahren gelagert. Die Temperatur hier drin ist schon wichtig, weil je höher die Temperatur ist, natürlich die Alkoholverdünstung auch zunimmt. Deshalb ist man natürlich bestrebt, kühlere Räume zu nehmen. Die Eichenfasslagerung hat den Sinn, dass der Sauerstoff aus der Umgebung sich mit dem Brand verbindet und Veresterungsvorgänge in Gang setzt, die natürlich auch ihre Zeit brauchen. Das soll den Brand weicher machen und außerdem noch die Gerbsäure, die in den Fässern steckt, auch mit in das Destillat übergehen. Ach so, also das macht sich dann auch auf den Geschmack unseres Apfelbrandes dann... Auf jeden Fall. Also dieser Barrique-Geschmack oder dieser Holzton soll schon zum gewissen Maße mit in den Brand mit drinstecken. Soll es natürlich nicht überdecken, dass man das Aroma auch noch erkennen kann, aber es soll schon mit vorhanden sein. Okay, und du hast speziell Limousinen-Eichenfässer gesagt. Spielt das eine Rolle, welches Holz das ist? Das spielt eine große Rolle. Das ist natürlich von
Brenner zu Brenner unterschiedlich. Jeder hat da seine Weisheiten drüber. Aber wir haben Limousineichenfässer genommen, weil sie nicht so starke Gerbsäuren aufweisen. Wir haben auch gebrauchte Limousineichenfässer genommen, weil sonst der Brand zu stark diesen Holzton annehmen würde. Du sagst, der Prozess dauert hier einige Zeit. Wie viele Jahre? Ja, zwischen 6 und 8 Jahren. 6 und 8 Jahre. Und ich nehme an, ein paar Fässer sind schon so lange hier, dass wir was abfüllen können, oder? Das können wir gerne machen. Ja. Gut, dann bin ich mal gespannt. Das ist also die Abfüllstation. Die sieht recht beschaulich aus, muss ich sagen. Ja, das ist nicht das größte Teil, aber bei den Mengen, die wir verarbeiten, reicht sie vollkommen zu. Das ist ein 4-Reihenfüller, Niedervakuumfüller. Es ist recht simpel, aber es schafft in der Stunde auch ungefähr 300 Flaschen. 300 Flaschen, das ist eine ziemliche Menge. Unsere Flasche steht ja auch schon hier, gefüllt mit dem Apfelbrand. Ja. Was sind so die handelsüblichen Mengen für Alkohol? So, was gibt man da so aus an Likören? Dieser Apfelbrand, ja, na gut, Preise will ich nicht unbedingt gleich sagen. Ich denke mal, die Füllgrößen sind meistens 0,5, 0,7. Mhm. Wir haben den auch in 0,2 da. Und ich denke, es bewegt sich im mittleren Preisbereich. Und von der Haltbarkeit her, ich glaube, durch den Alkohol sind die ja auch sozusagen konserviert. In dem Sinne, wird sowas schlecht? Vom Gesetzgeber ist kein Mindesthaltbarkeitsdatum vorgeschrieben. Mhm. Es ist auch nicht angedacht, aber es ist schon richtig, je höher der Alkoholgehalt ist, desto länger ist die Haltbarkeit. Ich verstehe, aber der Industriealkohol, den ihr hier dann mitunter auch dann verschickt oder weitergebt, der ist ja sicherlich dann in größeren Abpackungen, oder? Ja, also wir haben einen Sammelbehälter, der fasst 50.000 Liter. Wenn 30.000 Liter zusammen sind, dann können wir ihn abliefern. Und das, wenn wir voll am Arbeiten sind, schaffen wir ihn in 2 Wochen. Aha. Oh, das ist doch beachtlich. Ja. Das ist gut. Okay, also werde ich jetzt hier mich sehr gerne auch mal probieren, ja, am Apfel. Gerne, das sind jetzt unsere fertigen Flaschen, abgefüllt und etikettiert. Jetzt geht es natürlich daran, nochmal den guten Schluck zu probieren. Gibt es einen Serviervorschlag? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Grundvoraussetzung, dass man solche Brände nicht im Kühlschrank lagert. Sie werden eigentlich im Hauswirtschaftsraum am besten aufgehoben, werden eingeschenkt. Dann riecht man erstmal dran, man schwenkt ihn leicht, weil uns hält die flache Hand unten drunter, um den leicht anzuwärmen. Und dadurch steigen die Aromen nach oben. Und dann kann ich sie erstmal mit der Nase aufnehmen. Und dann kann man auch mal einen guten Schluck nehmen. Du sagst, man schwenkt ihn leicht. Das ist ja auch ein recht besonderes Glas. Ja. Was hat es damit auf sich? Warum so nett gebogen und geformt? Ja, das ist genau dieser Grund, weil im Grunde genommen, er hat einen relativ großen Boden. Durch diese Verengung steigen die Aromen langsam nach oben und kommen konzentrierter an die Nase. Das nennt man auch ein Degustierglas, also ein Verkostungsglas. Gut, das ist das Stichwort. Nochmal zusammenfassend, jetzt haben wir hier also unseren Apfelbrand im Eichenfass gelagert bei, ich schaue, 40 Umdrehungen. 40 Volumenprozent, genau okay. So ist es. Dann erhebe ich das Glas. Ja, und dran denken, erst mit der Nase, gleich schwenken. Und dann probieren. Prost. Prost. Haut ordentlich durch. Aber doch, schmeckt man schmeckt, finde ich, den Apfel raus. Das soll es auch so sein. So soll es sein. Ne? So soll es sein. Sehr, sehr lecker. Gibt es da auch eine Verzehrempfehlung zu? Wozu trinkt man den einfach pur? Man kennt ihn ja eigentlich auch vom Weihnachtsmarkt. Ne? Da wird der Apfelpunsch häufig auch mit Calvados, wenn man ihn jetzt so nennen möchte, genau. Verfeinert. Genau, also ein warmen Apfelsaft oder einen heißen Apfelsaft mit 2 Zentiliter Apfelbrand, das ist ein schönes Getränk. Schmeckt mir persönlich besser zu Weihnachten als wie ein Glühwein.
Oh ja, das glaube ich. Das schmeckt, also es war mal, wirklich mal was anderes. Mal kein Wein, nicht Richtung Wein, sondern Richtung genau. Apfel und ein bisschen härter, muss ich sagen. Doch, ich merke es in der Bauchregion. Ja, das ist ja, man soll ja auch nicht so viel davon trinken. Eins, zwei reichen auch. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt unseren Altländer-Apfelbrand zu probieren, denn Sie können ihn gewinnen, wenn Sie eine einfache Frage beantworten, die da lautet. Was wird denn in unserer Brennerei hauptsächlich verarbeitet? Sind es A, Äpfel und Birnen oder B, Bananen und Trauben? Ich denke, die Antwort sollte nicht sehr schwer fallen. Wenn Sie die Lösung wissen, dann schicken Sie uns eine E-Mail an gewinnspiel@fan-television.de. Ansonsten wie immer alle Informationen auf www.fan-television.de. Damit bin ich am Ende der Sendung, Roland. Ich danke dir. Ich danke auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, machen Sie mit und dann natürlich in Maßen genießen. Dann ist alles gut. In diesem Sinne zum Wohl. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss.